Ja, mein Vater war Bäckermeister erstmal, ja. Wir hatten eine sehr große Bäckerei, eine Konditorei. Und er hat immer mit meinem Onkel Schach gespielt, sodass ich als 6-, 7-Jähriger dann spielerisch auch mit die fertig geschlagenen Schachfiguren bewegt habe. Ja. Aber daraus resultierte dann, dass ich dann sehr großes Gefallen gefunden habe. Mein Vater hat mir dann die Grundregeln erklärt und einige strategische Sachen, die wichtig sind, um überhaupt siegreich zu sein. Und das war eigentlich der Anfang mit 7, 8 Jahren, will ich mal so sagen, meiner Schachkarriere. Genau, die dann wirklich erfolgreich war. Aber was faszinierte Sie, Herr Ullmann, am Schachspielen? Ja, das ist natürlich erstmal ein fantastisches Spiel. Ich kann das natürlich heute viel besser beurteilen als Kind. Ja. Es ist einmal das logische Denken. Ja. Es ist ein Spiel, wo Mann gegen Mann. Es ist immer, man ist selber schuld, wenn man verliert. Ja. Man sucht natürlich bei diesem Spiel Lösungswege, wie man den Gegner, sagen wir, in Not bringen kann. Materialvorteil durch Schlagabtausch ist die erste Phase, sagen wir, den Sieg anzusteuern. Und dann gibt es natürlich wunderschöne Kombinationen, Mattkombinationen, das ist ja der Sinn dieses Spiels, wo man den Gegner matt setzen kann. Das ist eigentlich, naja, das Wesentliche, das hat sich natürlich jetzt in meiner Kategorie geändert. Heute ist es so, wenn man so einen Bauern zum Teil weniger hat oder gar eine Figur, dann ist man eigentlich schon hoffnungslos verloren. Ja. Weil das ist so ein hoher Materialwert. Ja. Das Schachbrett hat ja 64 Felder, die muss man alle im Gedächtnis haben. Und zunächst werden die Bauern bewegt, damit die Figuren entwickelt werden können. Der Raum im Zentrum ist ein ganz wichtiger Teil dieses Spiels, wodurch dann der Gegner an gewissen Punkten geschwächt wird. Man muss auf jeden Abtausch achten, dass also wie gesagt kein Material verloren geht. Und das muss alles im Gedächtnis eigentlich berechnet werden. Und auf jeden Zug, es ist ja so, nach wenigen Zug gibt es schon Millionen Möglichkeiten. Ja? Und da kann man natürlich bloß intuitiv, sagen wir mal, die notwendigsten Züge berechnen. Und später ist es natürlich manchmal möglich, dass man 5, 8, vielleicht sogar mal 10 Züge vorausberechnet bei einer Kombination, wo also der Gegner nur immer jeweils einen Zug hat des Abwehrs, aber bei richtigen Kombinationen führt das doch zum Gewinnen. Ja? Und das ist was ganz Faszinierendes. Es gibt natürlich auch noch sehr viele psychologische Gesichtspunkte. Man kennt sich in meinem Alter jetzt oder in meiner ganzen Schachkarriere, man kennt sich gut, man weiß, das ist ein Angriffsspieler, der jedes Risiko eingeht. Es hat aber genauso Daseinsberechtigung, wenn ein Spieler, sagen wir, sehr passiv ist, nur die Verteidigung bevorzugt. Ja, es kommen die Ideen, sagen wir, beider Spieler, die kommen zum Tragen. Ne? Und wer das besser dann ausführt, der kann wahrscheinlich der Sieger sein. Und das ist ja das Ziel des Spieles. Es ist auch möglich, dass es ein Unentschieden wird. Aber der Reiz des Spieles ist es, dass man gewinnt.